Liebe Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die Republik Österreich, aber auch das Bundesland Vorarlberg befindet sich in einer außergewöhnlichen Situation. Der Coronavirus hat auch uns erreicht. Es gibt tägliche Einschnitte in die Lebensgewohnheiten und wir nehmen auch eigentlich alle paar Stunden eine neue Lagebeurteilung vor. Das hat heute zu einer für Vorarlberg wichtigen Entscheidung geführt. Die Gemeindewahlen am kommenden Sonntag müssen abgesagt werden, weil wir die Lage so einschätzen, dass der Schutz der Bevölkerung und der Schutz der Wahlkommissionsmitglieder absolut vorgehen muss. Ich bitte um großes Verständnis für diese Entscheidung, aber wie gesagt, der Schutz von Ihnen allen ist mir das wichtigste Anliegen. Die Wahl kann verschoben werden. Der Landesgesetzgeber hat eine gewisse Vorsorge getroffen. Es gibt eine Frist von 9 Monaten, die nach Beendigung einer Krisenlage in Kraft tritt. Das heißt, das ist kein großes Unglück. Die Gemeindevertretungen werden funktionieren. Es wird die Arbeit auch fortgesetzt werden. Und innerhalb der nächsten 9 Monate nach Beendigung dieser sehr außergewöhnlichen Situation werden die Wahlen wieder durchgeführt werden. Noch einmal eine große Bitte und von meiner Seite ist das auch so zu akzeptieren. Die Entscheidung ist nicht leicht gefallen, aber sie war notwendig.